Israel weitet seine Militäroffensive im Süden des Gazastreifens aus. Angehörige fordern die Freilassung ukrainischer inhaftierter Soldaten. Konferenz der rechten europäischen Parteien in Florenz. Israel hat seine Militäroffensive auf den Süden des Gazastreifens ausgeweitet und dabei die Luftangriffe auf Ziele der islamistischen Hamas massiv verstärkt. Augenzeugenberichten zufolge sollen auch israelische Bodentruppen inzwischen im Süden um die Stadt Khan Yunis operieren. Führende US-Politiker mahnen Israel, Zivilisten besser zu schützen. Hunderttausende Palästinenser sind auf Anweisung des israelischen Militärs aus dem bislang stärker umkämpften Norden in den Süden geflohen. Nun werden die Menschen auch in Khan Yunis aufgefordert, einige Stadtviertel zu verlassen. Israels Armee hat an diesem Sonntag bekannt gegeben, mehr als 800 Tunnel gefunden und 500 zerstört zu haben. Das Gesundheitsministerium in Gaza hat die Zahl der palästinensischen Todesopfer nach oben korrigiert auf mehr als 15.500. Der Chefankläger des Internationalen Gerichtshofs will nach einem Besuch in der Region Untersuchungen möglicher Kriegsverbrechen verstärken. In Kiew haben Angehörige für die Freilassung ukrainischer Soldaten demonstriert, die in der Schlacht um Mariupol im Azow-Stahlwerk gefangen genommen wurden. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft hat Untersuchungen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen an Soldaten eingeleitet, die bei ihrer Kapitulation erschossen wurden. Ein Video der Szenen war in den sozialen Medien aufgetaucht. Der Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland ist seit Monaten eingefroren. Tausende befinden sich auf beiden Seiten in Gefangenschaft. An der Front versuchen die russischen Truppen weiterhin, Avdiivka in Donetsk einzunehmen. Außerdem meldete die Ukraine Angriffe auf die Städte Charkiw, Tscherniw, Sumy sowie Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Mykolaiv. Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte in seiner abendlichen Videoansprache besonders schwere Angriffe mit Toten und Verletzten auf die südukrainische Stadt Cherson. Die Ukraine rechnet mit einem weiteren Kriegswinter mit russischen Angriffen auf die Infrastruktur. Das sagt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba im Interview mit Euronews Serbien. Was Friedensverhandlungen betrifft, meint er: I would recommend supporting peace formula proposed by Ukraine as a path towards stopping ending the war. And second, focusing on specific problem created by the war and trying to solve it in relations with Russia. Am 14. und 15. Dezember entscheidet der EU-Rat in Brüssel über die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und Moldau. We both, Ukraine and Serbia, belong with Europe. We are both European nations. We have our national interests, but we are all Europeans. So it's about strategy. It's about expanding European rules, European principles, European way of life to its historical space. Die Ukraine hofft auf einen EU-Beitritt zur gleichen Zeit wie die anderen Bewerberländer des westlichen Balkans. We urge the European Union not to repeat the mistake by protracting accession process for all countries, not only for Ukraine, but also for all countries, candidate countries, including, of course, Western Balkans. It will be fair to say that it was Ukraine who took the European Union out of its enlargement coma. And if we look back 2 years ago, there was no serious discussion inside of the European Union about enlargement. And accession talks with Western Balkans were put on hold. Are these weapons delivered to Ukraine in a pace that you... Gegen den inhaftierten Oppositionsführer Alexei Nawalny hat die russische Staatsanwaltschaft neue Anklagen erhoben.
Der 47-Jährige ist bereits zu mehr als 30 Jahren Haftstrafe verurteilt worden, unter anderem wegen Extremismus. In Nachrichten, die er an seine Mitarbeiter schickte, sagte er, er sei nach Artikel 214 angeklagt worden, der Verbrechen wie Vandalismus abdeckt. Er wisse nicht, ob er die Entwicklung als traurig, lustig oder absurd bezeichnen soll, schrieb er über sein Team in den sozialen Medien. Papst Franziskus hat auf dem Klimagipfel COP28 die Vertreter der Weltreligionen zum gemeinsamen Einsatz gegen den Klimawandel aufgerufen. Das sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer vom Vatikan verbreiteten Videobotschaft. Anlass war die Einrichtung eines religiösen Pavillons auf der Klimakonferenz in Dubai. Der Papst hatte eine geplante Reise krankheitsbedingt absagen müssen. Hoy el mundo tiene necesidad de alianzas que no sean contra alguien. Sino a favor de todos. Y es urgente que las religiones, sin caer en la trampa del sincretismo, den el buen ejemplo, trabajando juntas, no por los propios intereses o los de una parte, sino por los intereses de nuestro mundo. Die Klimagespräche konzentrierten sich am Sonntag auf die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels. Experten fordern Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung. Klimagipfelpräsident Sultan Al-Jaber irritierte mit der Aussage, dass er den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen für unnötig halte. Es gibt in Europa eine Alternative zur Linken. Das war die Botschaft von Gastgeber Matteo Salvini, Chef der rechten Partei Lega und Vizeministerpräsident von Italien. In Florenz kamen die Köpfe der europäischen Rechtsaußenparteien zusammen. Oggi presentiamo agli italiani e a tutti gli europei un'idea di Europa diversa, l'Europa dei diritti contro l'Europa dei tagli. Marine Le Pen vom französischen Rassemblement National eröffnete die Veranstaltung mit den Worten: Wir sind Bewegungen des demokratischen und patriotischen Widerstands. Le Pen war nur per Videobotschaft dabei, genauso wie Rechtspopulist Geert Wilders, der mit seiner Partei kürzlich die Wahlen in den Niederlanden gewonnen hat. Er sprach davon, dass die Entscheidungen über ein Land von den Menschen getroffen werden müssen, die es kennen und lieben. Vor dem Veranstaltungsort protestierten Menschen gegen die rechtsextreme Konferenz. Die Demonstrantinnen trugen ein meterlanges Riesenbanner, bestehend aus europäischen Flaggen. Nach dem Messerangriff in Dublin auf drei Kinder und eine Frau in der vergangenen Woche sind viele Menschen in Irland schockiert. Rechtsextremes Gedankengut scheint in dem Land vermehrt um sich zu greifen. The far right is a very small movement in Ireland. However, they are feeding into concerns about the immigration system in Ireland, the impact that large numbers of migrants are having on Irish society, which is putting stresses on the housing sector, sort of capitalizing on this issue. Rechte Kräfte behaupten, dass vor allem Asylsuchende die Kriminalität in Irland antreiben und die Wohnungskrise verschärfen würden. Die Migration in dem EU-Land hat seit den 90er Jahren stark zugenommen. Mittlerweile ist etwa jeder fünfte der rund 5 Millionen Einwohner Irlands im Ausland geboren. Angesichts von 13.000 Obdachlosen finden viele, dass es zu viel Einwanderung gibt, wie Herman Kelly von der rechtsextremen Irish Freedom Party. I believe the government system of reckless open borders allowing a large number of unvetted males of unknown origin into the country has led to an increase, as it has in all countries, be it Sweden, France and Germany. An increase in violence and sexual assault. Die steigenden Mieten machen es vielen Menschen in Dublin schwer, sich ein Haus zu leisten. Der Arbeitgeberverband IBEC ist jedoch der Meinung, dass man auf Einwanderer angewiesen ist, da sonst bestimmte Wirtschaftszweige zusammenbrechen würden. We don't think society or the economy could keep going without the immigrant population. It's not a homogenous group. We see a lot of immigrants from Europe who predominantly come to work. Die Ausschreitungen hier in Dublin haben sich als ein Weckruf für die irische Regierung erwiesen. Die Öffentlichkeit ist wütend darüber, dass die Rechtsextremen anscheinend Fuß gefasst haben. Wenn die Regierung die Probleme im Zusammenhang mit der Masseneinwanderung nicht angemessen angeht, könnte sich das, was letzte Woche hier auf dieser Straße geschehen ist, schon bald wiederholen.
This is Ken Murray for Euronews in Dublin. Tausende Menschen waren am Sandhornhügel, um die Nachstellung der Schlacht von Austerlitz zu sehen, bei der Napoleons 60.000 Mann starke Armee die weitaus stärkeren Truppen von Zar Alexander von Russland und Kaiser Franz von Österreich besiegte. Die Beteiligung an dem Spektakel war ebenfalls rekordverdächtig. Letos sind hier 1200 Soldaten, die 25 Kanonen und 60 Koni sind aus 15 Ländern der Welt. Das Schauspiel zog mehr ZuschauerInnen an als sonst. Vielleicht auch, weil der Film Napoleon von Ridley Scott gerade Premiere hatte. Historiker wie Jakob Samek kritisieren den Film. On to vlastně postavil na legendě, kterou Napoleon vtělil do svého propagandistického bilténu těsně po bitvě. Ta legenda mluví o tom, že svými děly rozstřílel led zamrzlých rybníků pod nohama ruské armády a zahynuli tam tisíce nepřátel. Der amerikanische Schauspieler Mark Snyder, der seit 2005 als Napoleon mitwirkt, hat ebenfalls Vorbehalte gegen den Film. It's an overwhelming film with lots of extras, lots of drama. But unfortunately, it's not very accurate to the period. Kritiker stören sich daran, dass der Regisseur die Schlacht von Austerlitz von einer flachen Region in eine mit Weinberge verlegt hat und die Feinde in zugefrorenen Teichen ertrinken ließ, was nicht den historischen Tatsachen entspricht. Organizátoři bitvy chtějí příští rok pozvat také Ridleyho Scotta, aby se podíval na prostředí a na to, jak bitva pravděpodobně vypadala. Jiří Skáncel, Euronews, Slavkov, Austerlitz.